Heute wieder ein bekanntes Buch aus der Reihe Bücher, Fresser und Dachbodengeschichten, die ich euch schon mal vorgestellt habe, ist jetzt endlich meine Lieblingsgeschichte als Bilderbuch erschienen. Und das wird viele Buchhändler in Deutschland freuen. Und nicht nur Buchhändler, sondern alle Lesebegeisterten und selbst die, die von Büchern nicht begeistert sind, werden von dieser Geschichte begeistert sein. Die Geschichte von Cornelia Funke, der Bücherfresser. Annette Swoboda hat wunderbare Bilder zu dieser Geschichte gemalt. Und schon auf der ersten Seite trifft man einen alten Bekannten, den Bücherfresser. Es geht um Stan, der von seinem Großvater ganz viele Bücher geerbt hat. Das ist ja erstmal nicht so ein schönes Ereignis, doch Stan macht das Beste draus. Er baut sich nämlich auf dem Dachboden eine Bücherhöhle und entdeckt, was ihm der Großvater da tatsächlich vermacht hat. Nämlich ein kleines, pelziges Tierchen. Stan zog vorsichtig irgendein Buch aus der Höhlenwand. Kaperfahrt nach Tortuga, las er. Das Pelzschwein beschnüffelte den Einband und nickte. Ja, das riecht abenteuerlich, trauerlustig, süß und sauer. Ja, er biss in das Buch, als wäre es ein Butterbrot. Ihr seht schon, Stan ist zum ersten Mal dem Bücherfresser begegnet. War eine wunderbare Geschichte, kribbelt immer noch bis in die Zehen, sagte das Pelzschwein und strich mit den Pfoten über die Bücherwände. Das Pelzschwein, der Bücherfresser, entdeckt allerdings, dass Stan gar nicht so gerne Bücher liest und damit auch kein Bücherfresser ist. Aber vielleicht besteht ja Hoffnung und Stan wird einer. Ach, ich musste einfach ein paar kosten, flüsterte der Bücherfresser. Abenteuer, Reisen zum Mond und unter die Erde, vergangene Zeiten, versunkene Welten, Feiglinge, Helden, Räuber, Verräter, dunkle Orte, Geheimnisse, Schätze. Er seufzte. Einfach Wörtermusik. Und genau das ist in diesem wunderschönen Buch auf jeder Seite von Neuem zu entdecken. Und ich lese diese Geschichte sehr gerne bei Kindern und Erwachsenen vor, als Einführung für unsere Buchvorstellungen.